Liebe Freunde von Altruismus und Opportunität, müsste man hinten dran noch im Wandel der Zeit und dann wäre die Semesterarbeit schon fertig mit dem Titel. Akademische Einleitungen hier auf dem Channel. Thomas von Veganalyse, heute mit dem Thema: Ist Veganismus eine Wohlstandskrankheit? Ja, solche und ähnliche Sprüche muss man sich natürlich als Veganer gefallen lassen, gerade ganz speziell, wenn man so in einem Café sitzt im Prenzlauer Berg mit seinem Apple-Laptop ein bisschen blockt und mit abgespreizten kleinen Finger einen Latte Chai Macchiato nippt. Ist Veganismus also eine Wohlstandskrankheit? Kann man sicher so sehen, müsste man sich auch mal damit befassen, muss jeder sicher darüber sich mal Gedanken machen. Weil der Punkt ist natürlich der, wenn du 13 Stunden am Tag arbeitest und am Abend müde nach Hause kommst und kein Geld hast für Bio-Fairtrade einzukaufen, ist es möglicherweise schon so, dass man keine Lust mehr hat oder auch nicht die Möglichkeit dazu, sich erstens über die Ernährung Gedanken zu machen und zweitens auch noch das Geld, also die finanziellen Mittel aufzubringen, um dann auch entsprechend einzukaufen. Die Überlegung müsste aber eigentlich sein, wenn ich das kann, also wenn ich in der Lage bin, mir diese Überlegungen zu machen, die Folgen auch kenne und wenn ich das Geld dazu habe, muss ich es dann machen oder kann ich einfach sagen, ja gut, ich meine, die anderen, die das nicht können, machen es ja auch nicht, also bin ich da auch entschuldigt und muss es nicht tun. Und der Meinung bin ich halt, wenn man es tun kann, dann muss man es auch tun. Diese Geschichte ist bei Fairtrade, bei Bio, beim Veganismus etc. Moralische Bewertung bedingt natürlich immer die Möglichkeit auch der Freiheit. Also wer sich nicht frei entscheiden kann, den kann man keinen Vorwurf machen über seine Entscheidung. Wenn ich also auf einer einsamen Insel lebe und verhungere, dann muss ich möglicherweise auch ein Tier jagen. Dann herrscht halt das Recht des Stärkeren, wie man das nennen möchte. Und dann kann man ihm aber wenigstens dann keinen Vorwurf machen, dass er sich so verhalten hat, weil überleben möchte das Tier, überleben möchte der Mensch schlussendlich. Und wenn man aber die Möglichkeit hat und auch die finanziellen Möglichkeiten, Bio und Fairtrade einzukaufen, dann hingegen ist man wieder dazu verpflichtet, bin ich der Meinung. Und dann ist es unredlich, irgendwie nur Budget einzukaufen und dann das gesparte Geld für irgendwelchen Mehrkonsum auszugeben. Weil bei unserer Gesellschaft ist es eigentlich ja schon immer so, dass man jemand anderem etwas wegnimmt, wenn man selber mehr konsumiert, als man eigentlich wirklich benötigen würde. Ich meine, wir haben alle mehr Dinge, als wir eigentlich benötigen und dieser Umstand, dem muss man sich einfach bewusst sein. Kurze lustige Anekdote, ich mache ja am Volkswirtschaftlichen Institut an der Uni Zürich immer mal so Experimente mit, da setzt man irgendwie 30 Studenten in einen Raum und die müssen dann am Computer so Entscheidungen treffen über ihr Marktverhalten. Da sind so kleine Spiele und die meisten Studenten gehen da mal eine Stunde hin, dann kann man irgendwie so zwischen 30 und 40 Franken verdienen. Was man verdient, ist immer abhängig davon, wie man sich verhält. Meistens kann man sich in einer speziellen Situation Sozialverhalten oder altruistisch oder ein bisschen weniger und je nachdem wie die Gruppe zusammengesetzt ist, kriegt man dann mehr oder weniger Geld am Schluss ausbezahlt. Es wird so ein bisschen das Marktverhalten untersucht. Normalerweise ist es immer ein bisschen so, ja, du bist so mit einem anderen Gegenspieler in einer Gruppe, kannst da verhandeln, Geld setzen und irgendwie, wenn das eine Einigung zustande kommt, kriegt man Geld. Oder man kann irgendwie einen Dritten der Gruppe, immer anonym, man kennt ihn nicht, der sitzt im Raum, aber man weiß nicht, wer es ist, kann man dann ausschließen und der geht dann irgendwie ohne Geld nach Hause. Es gibt immer so ein Startgeld, 15 Franken ist das, dass man erscheint. Ist ganz nette Sache, aber es ist eben auch spannend zu sehen, wie die Leute sich verhalten und auch einen Teil zur Forschung beitragen. Ich studiere ja jetzt nicht Wirtschaft, aber ich mache da trotzdem immer ganz gerne mit. Kann man sich das Mittagessen und einen Kaffee noch schnell erarbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Diesmal ging es darum, man konnte irgendwie 15 Franken hatte man auf sicher und dann konnte man aber noch bis zu 20 Franken dazu verdienen, wenn man sich mit einem zufällig ausgewählten Gegenspieler darauf einigen konnte, wer wie viel bekommt von den 20 Franken. Also Fair Share wäre gewesen 10 Franken, konnte man setzen, wenn der andere das Angebot annimmt, kriegt jeder 10 Franken. Wenn keiner annimmt oder man sich nicht einigen konnte, einer zu gierig wird, vielleicht nur 2 Franken abgibt und 18 behalten möchte, erhält niemand etwas in der Gruppe. Dann wurde das Experiment gestartet und es kam noch eine Zusatzinformation dazu. Und zwar war es folgendes. Sie haben gesagt, ihr könnt um die 20 Franken spielen
und so ein bisschen mehr Geld nach Hause nehmen. Oder wir bezahlen einem Leprakranken in Indien eine benötigte Operation. Und dann wurde das so vor Augen geführt. Irgendwie hat man so gesehen, da so irgendwie missbildete Finger oder degenerierte Finger von der Krankheit, also schlimme Bilder. Und wurde auch wirklich nahegelegt, dass es kein Scherz ist. Also eine Operation würde 60 Franken kosten. Und wenn man sich im Marktspiel, also passiv verhält, würden zwar keine Gelder an die Studenten ausgezahlt, aber dafür würden für jeden Studenten, der kein Geld für sich beansprucht, also eine Operation in Indien finanziert für 60 Franken. Also klarer Mehrwert für eine Person, die ziemlich weit weg ist, die aber offensichtlich darauf mehr angewiesen ist als wir Zürcher Studenten. Der Versuch ging los und also ich muss sagen, es wurde wider Erwarten wirklich um das Geld gespielt. Also jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob die Leute das auch ernst meinten oder ob sie nur schauen wollten, ob man, ob sich wirklich Leute finden würden, die das Angebot auch annehmen, weil es gehört immer zwei Schritte dazu. Also man musste zuerst bieten und dann musste ein anderer annehmen, dass ja eine Einigung zustande kommt auf dem Markt. Aber das hat mich ein bisschen überrascht so. Am Ende jedoch kam keine Einigung zustande. Also keiner hat irgendwie für sich das Geld genommen und so einem Inder, der krank ist, diese Spende, diese Operation verwehrt, weil einfach diese Folgen so vor Augen geführt wurden. War noch eine schöne Sache, wir waren sicher etwa 40 Leute, schätze ich mal, und keiner hat sich da, vielleicht hat sich auch keiner getraut, wobei es war alles völlig anonym, muss man sagen, auch die Auszahlung hätte völlig im Verborgenen stattgefunden. So wie ich das mitbekommen habe, hat sich keiner dafür entschieden, so egoistisch zu sein. Um wieder die Brücke zurück zum Experiment zu schlagen, hat man auch gesehen, wenn man die Folgen des Konsums eigentlich direkt vor Augen hat, verhält man sich möglicherweise anders. Und deswegen finde ich, beim Veganismus ist es sehr wichtig, auch die Folgen ein bisschen vor Augen zu haben. Damit man sich auch entsprechend entscheiden kann, weil ich bin einfach der Meinung, die Industrie legt einen großen Aufwand an den Tag, um eben die Folgen ein bisschen zu verschleiern oder einfach nicht sichtbar zu halten. Also ist es sehr wichtig, dass die Leute auch informiert sind. Und wenn sie dann eine falsche Entscheidung fällen, kann man sie immer noch verurteilen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass viele Leute diese Informationen nicht haben, weil sie möglicherweise natürlich auch zu faul sind, um sich darum zu kümmern oder das auch nicht besser wissen möchten. Also ist es dann unsere Aufgabe, den Leuten diese Information zu geben und auf eine möglichst nette und anständige Weise. Sonst fällt das dann wieder auf den Veganismus zurück. Diese Beispiele kennen wir ja, finde ich ein bisschen kontraproduktiv, aber kann jeder machen, wie er will. Es braucht natürlich beide Seiten, die Leute, die Tierausbeutung visualisieren und dann aber auch solche Leute wie Attila Hildmann, die einfach den positiven Effekt der Ernährung und der veganen Lebensweise in den Vordergrund rücken. Ja, kleines philosophisches Video vielleicht, so grenzphilosophisch und noch mit der Anekdote. Ich hoffe nicht zu lang, hat euch nicht zu Tode gelangweilt. Ich bin jetzt noch ein paar Tage auf Reisen, werde vielleicht ein bisschen etwas bloggen, wenn ich etwas Spannendes finde. Muss schauen, dass ich demnächst wieder ein bisschen mehr in den Channel investiere. Ich habe sehr viel zu tun mit dem Studium und mit dem Arbeiten etc. Ich werde das aber natürlich nicht einstellen. Es wird vielleicht ein bisschen ruhiger, vielleicht aber auch nicht. Das weiß man nie ganz so genau bei mir. Und dann wünsche ich aber euch eine ganz schöne Woche, wenn wir uns nicht mehr sehen. Und ernährt euch doch gut, macht euch ein bisschen Gedanken. Vielleicht schreibt ihr, wie ihr das seht. Können wir ein bisschen diskutieren? Ich mag das Feedback immer sehr gerne. Daumen hoch, Channel abonnieren, weitersagen. Würde mich freuen, wenn ihr bald reinschaltet. Schönen Tag noch. Tschüss zusammen.